Hallo liebe Tuning-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma KKS Performance. Heute nehme ich euch mal ein bisschen mit in den Bereich Softwareentwicklung, Kennfeldentwicklung bei einem, wie ihr seht, passiert das auch, S63 AMG. Der Kunde hat mir den Wagen anvertraut und möchte nun die umfangreichste Softwareoptimierung haben, die man halt bei so einem Auto machen kann. Die ist deshalb so umfangreich, weil wir in dem Auto drei Steuergeräte haben, die wir anpassen müssen, wenn wir halt die Höchstleistung haben wollen. Das erste ist natürlich das Muttersteuergerät bei dem Auto, ist klar. Das, was alle Tuner machen, ganz easy, einfach einen Pfeil raufziehen, raufmachen. Die meisten nehmen irgendeinen Pfeil, packen es rauf. Wir machen es zumindest schon mal selber, schon mal einen Unterschied. Aber das ist einfach so, ne? Einfach raufspielen. So. Das Auto hat serienmäßig schon 650 PS und 1000 Newtonmeter. So, das bedeutet also, wenn ich jetzt ein Kennfeld mache, ein normales Kennfeld auf dem Motor, dann komme ich auf 650 PS und 1000 Newtonmeter, also 0 PS. Vielleicht kann sein, dass ich hinten mal so 20 PS gewinne oder so, aber Drehmoment 0. Ja, das ist das Problem, was wir hier haben. Das liegt daran, dass wir in dem Auto ein CPC-Steuergerät eingebaut haben. Das hole ich mal raus, das ist hier ein Neuteil. Und dieses CPC-Steuergerät, das Originale, genau, das CPC-Steuergerät sitzt rechts im Fußraum und es ist im Prinzip dafür zuständig, das Drehmoment nochmal zu begrenzen. Also nicht nur das, es wird das Drehmoment begrenzt. Das große Thema auch bei dem Auto ist, gerade beim S63 ist, dass der S63 von der Formbox her auf 250 km/h begrenzt ist, normalerweise. Man kann natürlich ihn auch anders bestellen, es kostet aber viel mehr Geld. Und das ist auch auf dem Steuergerät drauf, sowie auch die Klappensteuerung und so ein paar kleine andere Dinge, die aber nicht so wichtig sind jetzt für uns jetzt als Tuner. Ne? Aber die wichtigsten drei Sachen sind Drehmomentbegrenzung, V-Max-Sperre und Abgasklappensteuerung. Ja? Das heißt also, die drei Dinge können wir hier beeinflussen, wenn wir das Kennfeld ändern auf dem Steuergerät. Das Problem ist aber, die Steuergeräte sind signiert. Das heißt also, jeder Kunde, der zu mir kommt und so eine CPC-gebundene Abstimmung haben möchte, der muss dann ein neues CPC-Steuergerät bei Mercedes, beziehungsweise wir kaufen es für ihn, ein neues CPC-Steuergerät und das wird dann bespielt. Das Problem ist, die sind halt signiert, die Steuergeräte, die kann man dann nicht mehr bespielen. Und wenn man jetzt ein frisches CPC-Steuergerät bekommt, dann kann man die bespielen mit einem speziellen Tool. Das ist aber jetzt in dem Fall Betriebsgeheimnis. Wir blenden es auch mal ein, da kommt eine kleine Szene, da könnt ihr sehen, wie das aussieht. Aber das ist im Prinzip eine Eigenentwicklung und das ist noch ein bisschen speziell alles. Das wird sicherlich im nächsten Jahr zugänglich sein für alle Tuner, dann können es wahrscheinlich alle. Aber jetzt momentan ist es noch relativ exklusiv, es können nur wenige in Deutschland und deswegen können wir da nicht alles zeigen. Ich bitte das zu verzeihen, aber gehört eben auch zum Business dazu. Wie gesagt, CPC-Steuergerät. Die alte Codierung muss ausgelesen werden und wird dann aufs neue CPC-Steuergerät aufgespielt und die Kennfelder werden dann im Prinzip von mir verändert und wieder aufgespielt. Das ist das eine. Dann kommt noch dazu, wir haben eine weitere Drehmomentbegrenzung im Getriebesteuergerät. Da stehen wieder nur 1000 Newtonmeter drin. Natürlich kann man jetzt das so machen, dass man das Muttersteuergerät so programmiert, das machen auch viele Tuner, ist auch in Ordnung, dass man da im Prinzip das Drehmomentmodell verdreht. Das heißt also, das Drehmoment, was aus dem Motorsteuergerät rauskommt, stimmt nicht mit dem überein, was wirklich am Rad oder am Motor anliegt. Das heißt also, das Getriebe sieht ein anderes Drehmoment und begrenzt dann eben nicht. Ja? Das kann man bis zu einem gewissen Maße machen, funktioniert aber nicht ganz so gut. Also besser ist es, man flasht dann auch noch das Getriebe. Dazu erhöht man dann die Schaltdrücke, verändert die Schaltgeschwindigkeit und ändert dann im Prinzip das zulässige Drehmoment an Getriebeeingang. Ja. Das ist die sauberste Lösung. Das heißt also, wir müssen im Muttersteuergerät nicht das Modell verdrehen. Zu den Modellen sage ich aber jetzt nochmal ein bisschen was, damit es ein bisschen verständlicher wird. Damit man das alles mal versteht. Dieses ganze, alle drei Steuergeräte, beziehungsweise das Muttersteuergerät, funktioniert so, dass es auf einem Modell beruht. Und dieses Modell gibt vor, bei wie viel im Prinzip Gasstellung, wie viel Drehmoment der Motor produzieren soll. Also so funktioniert das ganze Steuergerät.
Also die Zeiten sind schon lange vorbei, dass man eine Wastegate-Steuerung anändert und dann macht er mehr Ladedruck und da kommt er mehr Leistung bei raus. Also das ist lange vorbei, sowas macht man halt, ist halt schon lange nicht mehr der Fall bei Bosch, sondern schon seit sehr langer Zeit ist man da mit diesen Modellen unterwegs. Das heißt also, wenn ich jetzt mehr Leistung haben will bei so einem Auto und ich habe sonst alles serienmäßig, ja, dann muss ich natürlich das ganze Modell verdrehen. Das heißt also, es stimmt alles, es passt alles irgendwie nicht mehr zusammen und das Drehmoment, was ausgegeben wird aus dem Muttersteuergerät, ist ein ganz anderes, was dann im Prinzip bei den anderen Steuergeräten ankommt und so weiter und so fort. Kann man alles machen, ist aber natürlich nicht der saubere Weg. Der saubere Weg ist jetzt genau den wir machen. Wir programmieren alle drei Steuergeräte so, dass das Modell 1:1 so bleibt, wie es war. Das heißt also, das Drehmoment, was aus dem Muttersteuergerät rausgeht, kommt auch genauso bei den anderen Steuergeräten an und wird auch genauso akzeptiert. Das ist ganz wichtig. Das ist eine ganz andere Sache als das, was man vorher gemacht hat oder was immer noch viele machen. Natürlich ist das Ganze mit einem höheren Kostenaufwand verbunden, weil wir brauchen natürlich ein neues Steuergerät, wir haben drei verschiedene Kennfelder und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, wer so ein Auto fährt, ein S63 AMG oder auch ein E63 AMG, sollte diese Kosten nicht scheuen, weil es ist wirklich der sauberste Weg und das Auto ist danach wirklich so schnell wie möglich es nur geht. Ja, das heißt also, wir haben wirklich eine ganz saubere Drehmomentkurve, das wird man zum Schluss sehen. Und wir haben sehr viel Leistung, weil wir reden jetzt hier nur von der Stage 1. Ja? Das Ergebnis, damit werde ich euch später mal überraschen, das werdet ihr dann sehen. Wir werden auch mal, das Problem ist, wir haben natürlich jetzt Winter, es regnet, es schneit, es regnet. Der Wagen hat zwar Allrad, trotzdem ist es nicht so schön mit so einem Boliden dann eine 100-200 zu fahren, aber ich werde es nachreichen. Also auf jeden Fall kommt da nochmal was. Ich hoffe, das kommt in dem Video, dass wir es schaffen. Ich kann es aber nicht hundertprozentig versprechen, weil es saut wirklich. Das Wetter ist ganz krass die ganze Woche und bleibt auch so. Ja, das war mir halt wichtig mal zu erklären. Das funktioniert bei einem AMG, wenn man es richtig macht und vernünftig macht. Wenn ihr da weitere Informationen habt, könnt ihr mich natürlich anschreiben. Wir sind auch telefonisch erreichbar, wenn ihr so ein Auto fahrt und ihr wollt so ein Tuning haben. Auf diese Weise, dann meldet euch und dann können wir es sicherlich realisieren. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit der Entwicklung weiter. Ihr bekommt jetzt mal ein paar Aufnahmen vom Prüfstand. So ein paar Aufnahmen, was geflasht wird, Getriebeflash. Vielleicht ein Bild oder zumindest ein Bild könnt ihr bekommen und mal mit einer kleinen Aufnahme von dieser CPC-Geschichte. Muttersteuergerät, Prüfstand und dann würde ich sagen, geht es dann weiter mit der Messfahrt, die ich dann wahrscheinlich nicht heute schaffe, aber ein andermal, das reichen wir danach, es wird dann zusammengeschnitten. Also wird eigentlich ein ganz schönes Video für alle AMG-Fans und alle anderen natürlich auch, die jetzt technisch interessiert sind. Also ich würde sagen, dann sehen wir uns später. Bis gleich. We'll be right back.
Jetzt sind wir fertig mit dem Kennfeld. Wir haben ein bisschen mehr als 750 PS und knapp 1200 Newtonmeter. 1180 genau auf dem Diagramm, aber auf der Straße ist erfahrungsgemäß 10, 15 PS mehr und nochmal 20 Newtonmeter mehr oder was auch immer. Also 1200 Newtonmeter haben wir auf jeden Fall. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Aufwand. 2 Tage programmiert, gemacht, getan. Der Kunde wird glücklich sein. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal die versprochene 100-200er Messung machen. Die steht da noch aus. Die mache ich jetzt natürlich alleine. Habe hier noch ein Gerät zum Loggen mit dabei und müsste eigentlich relativ schnell gehen mit dem Auto. Ne? Deshalb, es ist ein bisschen feucht, mal gucken. Aber als Allrad sollte das eigentlich funktionieren. Das sollte eigentlich gehen. Wir gucken dann gleich mal. Ja, 100, 200. Ich gucke jetzt erstmal, wie der so dreht. Ja, geht gut. Das ist auf jeden Fall schon mal. Fühlt sich schon mal gut an. Jetzt gehen wir mal hier auf Sport Plus. Und gucken wir mal, dass wir ein bisschen Platz kriegen, weil es nicht so einfach. Es ist leider wieder mal Hauptverkehrszeit, Lockdown. Die Leute sind alle zu Hause. Autobahn ist voll. Komischerweise, aber ist okay. Und wir versuchen jetzt einfach mal was zu machen, was zu reißen. Das wird aber wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Also wenn es hier Gelegenheit gibt, dann schalte ich nochmal rein und messe den Wagen. Bis gleich. So Leute, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Und dann gucken wir mal, wie lange er braucht. So. Runter auf 90 km/h. Und dann schauen wir mal, was er macht. Oh. 100. Auf jeden Fall drehen die Räder erstmal durch mit der Allrad. Da müssen wir mal gucken. Das ist die Traktion nicht so geil. Bei 1200 Newtonmeter ist schon heftig. Gucken wir mal, ob es da vorne ein bisschen besser ist. Oh, hier könnte es ein bisschen besser sein. Ich versuche jetzt mal von hinten. Jetzt habe ich es ungartig. Ah, ne. Regelt weg, regelt weg. Regelt weg ohne Ende. 200. So. Ja, leider Wheelspin ohne Ende. Da fährt er dann auch nur eine 7,6, aber er hat die ganze Zeit reingeregelt. Ja, da muss ich leider noch mal einen anderen Tag suchen. Ich glaube, das wird nichts. Ich versuche mal manuell, wie ich es mit weniger hinkriege. Ich muss ein bisschen reinfahren. 100. Nein, er regelt wieder weg. Das ist schlecht. Ja, leider wird es schwierig mit Messen. Noch einmal runter, zack, zack, zack. So. Nee. 100. Er regelt nur weg. Das ist schlecht. Nee, wird nichts. Leute, tut mir leid, wäre schön gewesen, aber wir haben halt 1 Grad und wir haben nasse Straße, also das wird nichts. Ich guck mal, ob es morgen ein bisschen besser ist. Ich versuch's. Ich kann es immer nur wieder probieren. Macht's gut, ciao. So, S63S. Ich bin nochmal gefahren mit dem Auto und da waren die Bedingungen etwas besser am nächsten Tag. Allerdings war Dennis nicht mit dabei, wir hatten also keinen Kameramann. Ich bin also alleine gefahren und das hat ganz gut funktioniert. Ich bin eine 627 gefahren, korrigiert. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, genau. Das kann man auch nochmal bei Zeitenjagd in der Gruppe bei Facebook, kann man sich das auch nochmal angucken. Da habe ich das Auto auch gepostet. Also sauschnelles Ding. Hat super funktioniert. Der Kunde ist super zufrieden. Und ich denke mal, für so ein Auto ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Also mit einer der schnellsten Stage 1 überhaupt. Mehr geht einfach nicht. Ja. Deswegen würde ich sagen, abonniert den Kanal, drückt die Glocke vielleicht oder lasst mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.